Trainer, am Samstag gab es den ersten Punktgewinn für den SVW bei dem Remis gegen die Sportfreunde Lotte. Wie sind in der Nachbetrachtung deine Eindrücke von dem Spiel? Ja, gut, dass der Punkt ihnen sehr wichtig war. Zwar nicht hundertprozentig verdient, aber das hatten wir die Woche vorher gegen Aalen, auch wenn wir da unzufrieden waren, weil wir wollen uns ja immer weiter steigern. Wir konnten das nicht umsetzen gegen Lotte, was wir uns richtig vorgenommen haben. Und deswegen bin ich froh, dass wir morgen schon wieder spielen und dann noch gegen den Spitzenreiter. Da haben wir eine richtige Bewährungsprobe. Der Spitzenreiter ist das Stichwort. Fortuna Köln kommt mit der Empfehlung von 2 Siegen bei keinem Gegentor. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft in der Vorbereitung gewonnen? Ja gut, Fortuna Köln ist eine sehr kompakte, vor allem eine sehr körperliche, starke Mannschaft. Die haben alle Gardemaß. Sie spielen sehr einfachen Fußball und den beherrschen sie perfekt. Das heißt, sie machen weite Einwürfe, sie versuchen immer schnell das Mittelfeld zu überbrücken mit langen Bällen und nachzujagen, um da eben gerade mit ihrer körperlichen Robustheit Freistöße und Ecken und eben Einwürfe rauszuholen. Und deswegen müssen wir uns da gut darauf vorbereiten. Also es wird nur mehr stärker wie Lotte. In einer englischen Woche hat man insgesamt wenig Zeit, um an Stellschrauben zu drehen. Was waren für dich jetzt die wesentlichen Aspekte, auf die du Wert gelegt hast nach der Lotte-Partie? Ja gut, nach der Lotte-Partie war es ganz schnell wichtig, dass wir schnell abhaken. Wir haben das gestern Sonntag gleich beim Training analysiert, Videoanalyse gemacht. Wir haben uns heute schon auf Köln vorbereitet mit einer Videoanalyse, ganz schnell zu regenerieren, die Jungs wieder frisch zu kriegen, vor allem auch kopffrisch zu kriegen und eben, dass wir eben darauf hinsteuern, dass wir jetzt ein Erfolgserlebnis holen, dass wir dadurch mutiger werden und dann her auch besser die Philosophie umsetzen können. Aber wie gesagt, das wird morgen eine harte Nuss, aber wir freuen uns auf solche Aufgaben. Mit welchem Personal kannst du die harte Nuss angehen? Die 3 Langzeitverletzten, Dahms, Morfza, Čapek fallen ja aus. Wie sieht es ansonsten aus? Ja, Michael Akoto ist eben krank, der hat eine Grippe. Und Stefane Mifibidulo wird noch nichts, der hat immer noch Probleme mit dem Oberschenkel. Der ist heute beim MRT. Der ist sehr traurig, aber nützt ja nichts. Dankeschön. Bitteschön.